Namaste, guten Morgen. Schön, dass du gemeinsam mit uns eine Morgenmeditation durchführst. Setze dich am Beginn auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist, ja, das Kinn waagrecht zum Boden. Nimm nichts mit in diese Meditation. Lass alle Gedanken, Vorstellungen, Anspannungen einfach los, sehr relaxed. Am Anfang werden wir dies durch dreimal durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund ausatmen nochmal zusätzlich unterstützen. Tief einatmen. Und beim Ausatmen alles loslassen. Noch einmal. Ja, zur weiteren Vorbereitung der Meditation üben wir am Anfang Nadi Shodhana Pranayama. Dazu auf der linken Seite die linke Hand ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Mittelfinger zum kleinen linken Nasenloch, rechts ausatmen, rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Noch ein Durchgang, rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Du kannst Pranayama, Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung, während des Tages öfters üben. Denke daran, dass du dir vorher die Hände wäschst. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen, Rückenwirbelsäule gerade, Augen geschlossen. Lass uns dreimal gemeinsam Om singen. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen, die Augen geschlossen. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins, der höchsten Realität.
Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Unendlich, ewig, ohne Beginn und ohne Ende. Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen, In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Lass die angeborene Sehnsucht deiner Seele, zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort deinen Atem. Beobachte und fühle kühle Luft beim Einatmen, warme Luft beim Ausatmen. Es ist nicht notwendig, den Atem zu kontrollieren. Beobachte einfach nur den natürlichen Fluss und den Rhythmus deines Atmens. Beobachte und fühle, wie du nach jedem Ausatmen entspannter und ruhiger wirst.
Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung auf dich haben kann. Sprich gedanklich beim Einatmen so. Sprich gedanklich beim Ausatmen ham. Sprich gedanklich beim Einatmen so. Sprich gedanklich beim Ausatmen. Ham. So. Ham. So. Ham. Wenn Gedanken, Emotionen oder Bilder auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung, lass einfach weiterziehen und kehre zurück zu deinem Mantra. So.
Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne deine Augen, blicke geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren. Wenn sich deine Gedanken beruhigt haben, schließe deine Augen wieder und kehre zurück zu deinem Mantra. So. Hum. Wenn sich deine Gedanken und Emotionen vollkommen beruhigt haben, leg das Mantra beiseite und verweile in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung. In dieser Stille bleib aufmerksam und fokussiert, beobachte und höre.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für Freundlichkeit, für Mitgefühl und für Dankbarkeit. Stelle dir die mehr als 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde vor. Erinnere dich an die göttliche Natur eines jeden Menschen, ohne Ausnahme. Stell dir alle fühlenden Lebewesen und Lebensformen vor. Wünsche ihnen allen das höchste Gute. Sieh sie gesund, zuversichtlich, optimistisch, freundlich, friedvoll und konstruktiv diese Zeit erleben und gestalten. Lächle ihnen zu und sei freundlich. Habe Mitgefühl und sei dankbar. Sieh dich selbst gesund, selbstbewusst, freundlich, friedlich und konstruktiv diese Zeit erleben und gestalten. Sieh dich, wie du anderen hilfst und sie unterstützt. Lächle dir selbst zu und sei dankbar für diese transformative Zeit, für die Erkenntnis, dass alles vorübergehend ist. Lass uns gemeinsam einmal Om singen. Om.
Komm am Schluss wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Ja, du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, meditativen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung vor allen Dingen mit in den Tag und schenke sie anderen. Roy Jean Davis schreibt in seinem Buch 7 Lektionen im bewussten Leben über das zweite Yama, die äußere Beschränkung. Satya bedeutet Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. In Patanjalis Yoga Sutras wird Satya im 2. Kapitel, Sutra 36, folgendermaßen beschrieben. Jemand, der wahrhaftig ist, erfährt schnelle Resultate in seinen Handlungen. Roy Jean Davis schreibt in seinem Kommentar hierzu: Indem wir unser Denken und Handeln an das anpassen, von dem wir wissen, dass es wahr ist, bleibt unsere Aufmerksamkeit und unsere Handlungen auf nützliche Ziele und produktive Bestrebungen konzentriert, die leicht verwirklicht werden. Wenn wir noch nicht wahrheitsbewusst sind, können geistige Verwirrung, emotionale Konflikte und unberechenbares Verhalten die Folge sein. In persönlichen Beziehungen sind wahrhaftige Personen zuverlässig. Unehrliche Personen sind nicht vertrauenswürdig. Das zweite Yama, Satya, Wahrhaftigkeit. Am Schluss möchte ich noch gerne mit dir ein Zitat von Roy Jean Davis teilen. Wann immer du dich alleine fühlst oder etwas benötigst, denke oder sprich diese Wörter. Hier und jetzt. Gott ist. Gott ist um mich herum als vibrierende, lebendige Gegenwart und auf meiner innersten Ebene des Seins. Gott ist die Realität und Substanz von allem, was ich sehe, berühre und mich von Moment zu Moment beziehe. Roy Eugene Davis aus dem Master Guide to Meditation and Spiritual Growth. Ja, ich wünsche dir einen tollen Tag in dem Bewusstsein von Satya, Wahrhaftigkeit. Wenn du möchtest, gerne morgen wieder zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste.